Guten Abend, ich heiße Rudolf Haken und ich bin Bratschenprofessor an der Universität Illinois und ich freue mich also riesig, hier an diesem Festival teilzunehmen, denn so ein multikulturelles Format ist eigentlich ganz genau, was ich mir immer wünsche bei der Musik. Ich bin also in Amerika geboren und aufgewachsen und habe da auch immer gewohnt, aber habe deutsche Eltern. Und ich bin nebenbei Vetter von Isabel, die davor redete. Als Kinder durften wir also immer nur, durfte immer nur einer auf einmal reden, und so ist das immer noch. Also, ich bin, wie gesagt, in Amerika aufgewachsen, hatte also fünf Geschwister und bei uns durfte man zu Hause also nur Deutsch sprechen. Da wollten meine Eltern die Sprache sehr prägen. Und die hatten also, meine Eltern hatten aber ein Buch, was sie also furchtbar amüsant fanden. Das hieß die allerschönste Language. Also das war so ein Buch, wo Englisch und Deutsch so gemischt wurde, wie unter, bei vielen Einwanderern das so passiert. Aber wir durften nie so sprechen. Also wenn irgendein englisches Wort reinkam, dann wurde das sofort, also da wurden wir beschimpft. Und das fand ich immer so, da sagte ich meinen Eltern, das ist eine gemixte Message, dass sie uns also dieses Buch so vorlasen, aber uns nicht erlaubten, so zu sprechen. Aber dann dachte ich mir, bei der Musik kann man ja Sprachen mischen. Das ist ja, also die Musik ist ja selber eine Weltsprache. Und dieses nächste Stück ist also ein gutes Beispiel von so einem Gemisch von Amerikanisch und Deutsch. Also wie Sie sehen, heißen die Sätze da Passant Truck und Triathlon, das ist wohl griechisch oder was, aber und dann Hoedown und dann zum Schluss die Walpurgisnacht. Und das macht mir immer Spaß. In Amerika fordere ich die Zuhörer auf, Walpurgisnacht auszusprechen. Da kommt immer was Schönes auf. Also, ich wollte kurz erklären, also Possum Truck, das bezieht, also eine Possum ist so eine Beutelratte bei uns, und da gibt es bei uns in der Nähe in Illinois einen Wanderweg, da ist Possum Truck, und dort ist mir diese, sind mir diese Melodien eingefallen. Und der zweite Satz, also Triathlon oder Triathlon, das sind drei sehr virtuose Variationen, die also in jedem so eine Art Sportart sind. Und dann ist Hoedown, so eine Erntedankfest. Und Walpurgisnacht, das ist der eine Satz, den ich Ihnen also nicht erklären muss, wo wir hier in Deutschland sind. Also das ist jetzt Concerto in F. Thank you.
Thank you.
Thank you.